Rahmen kannst du eh nichts. Widerliches Stück Schinken, du. Ups, schon tot. Ja, egal. Who cares? Stopp halt. So, also. Wir schneiden auf und wir bekommen einen weißen Monoplus Thorax. Das ist geil. Ein relativ seltenes Item. Strich, Punkt, Strich. So, diese Scheiße. Nochmals. Und jetzt noch ein Rückenpanzer. Den bekommen wir, wenn ich seinen Anus aufschneide. Das macht Sinn. Und nochmal eine ultra seltene Thorax. Alte, verdammte Scheiße. Das laber ich hier für Kacke. Egal. Ja, haben jetzt nochmal eine Thorax bekommen, die eigentlich irgendwie sau selten sein müsste. Wenn mich meine entzündeten Äuglein nicht trügen. Falls ich Herr Hahn, Lehrer der Realschule ist, nie, dass sich irgendwann mal hier reinzieht, müsste er diesen Irrer verstanden haben. Paintball! Fuck daneben. Paintball! Alter, das sieht irgendwie aus wie braune Krote. Egal, es müsste jetzt recht schnell down gehen, das Teil. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum. Ne, ich zieh jetzt noch keine Sonic rein, die braucht man nämlich voll nicht. Komm, mach den Schwanzschlag. Oder machen halt nicht. Mein, was ist denn das jetzt hier? Das dauert, zieht wieder Zeit wie sonst was hier, der ganze. Komm schon, komm schon, komm schon. Macht halt keinen Schwanzschlag, mir auch recht. Hechten wir mal lieber. Kein Lust, dass der Freund uns hier den Hintern versohlt. Na, toll. Oh Mann, es ging nicht mal das Durchrollen. So eine Scheiße. Jetzt fickt er uns noch kaputt, jetzt fickt er uns noch kaputt. Ich sehe es kommen. Nein, nein. Hey, ihr räudigen Genpreis. So, Tailcut und weiter geht's. Mit einem Panzer und Kraftsam stecke ich meine unglaubliche Angriff und meine Verteidigung. Nein, das heißt nicht mein Angriff. Und nein! Du widerliches. Wie ich es doch hasse, du räudige Scheiße. Ich hasse dich, jetzt wär's am besten gewesen, wenn ich nochmal gestunt gewesen wäre. Meine Luft geht mir aus. Heiland Sakrament. So, du bist mal tot, du widerliche Knolle. Wir füllen unser Leben auf mit diesem Trank. Später ist das dann lustig, wenn die auf Cheering sind, dann machen die immer zweimal. Du rollst, dann kommt das direkt unter dir raus, das ist lustig. Wenn man das aber einigermaßen übt, dann geht das auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Du sollst so stehen bleiben, du widerliche Missgeburt. Ja, natürlich ging das durch. Oh Mann, was ist denn das jetzt hier? Der erste lief doch gar nicht so schlecht. Bam, das hat wenigstens gesessen. Nein, 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 nein. Heiland, zack. Wofür habe ich einen Traps dabei? Also wenn er, falls ich es wollen, mein Gott, Mann. Wenn er, ich wollte sagen, wenn er am Boden liegt, dann benutzt, haut auf die Flügel. Weil der Schwanz ist dann in der Erde drin und das bringt dann am meisten. Das kommt natürlich unter mir raus, nein, tut er nicht. Ausnahmsweise. Hier sind die Missgeburten jetzt mal tot. Ja, es kommt natürlich genau unter mir raus. Schwinde da, du widerlicher Knödel. Juhu, Katzi. Ja, Change Gebiet. Ich wollte das jetzt hier wieder nicht cutten. Das habe ich im letzten Video schon nicht gemacht, weil es einfach. Hier lohnt sich, würde sich sonst nicht lohnen, aber.
Und die hat einfach keinen Bock gehabt. Ganz einfach. Jetzt lege ich eine von diesen Jogfallen. Ihr könnt mich jetzt von mir als Cheater oder sonst was bezeichnen, das ist mir jetzt egal. Ich habe keine Lust, das Video in 20 Parts zu uppen. Nur weil diese Viecher halt einfach hier viel aushalten. Nein, mein Gameplay ist nicht schlecht. Selbstlob stinkt. Nein, jetzt kommst du schnell unter dieser Falle raus. Weg von der Falle. Miauts, Mio. Falle ist im Po. Nein, ist sie nicht. Hingehen und... Bam und... Bam. Ja, jetzt renn in die Falle rein. Du widerliches Mongolenkind. Ich fick dich in den Arsch. Bisschen weiter weg. Stecker dich ja kaputt. Man, da kann er so kein Stück durchrollen. Meine Rolle war auch keine 5 Minuten zu früh oder so, aber egal. Los, mach deinen hässlichen Tailwhip. So. Daneben. So, wenn man nämlich jetzt die Waffe schon anfängt einzustecken, hat man sie jetzt gleich weg, wenn ich aufstehe. Und ich kann hechten. Das ist lustig. Kleiner Trick, um sich gegen nicht ohrstöpselige Rüstungen beziehungsweise gegen Ohrstöpsel benötigende Viecher zu wehren. Wenn er allerdings so scheiße baut wie ich gerade, geht das nicht. What the hell? Ich dachte gerade... Achso, es war ja andersrum. Oh, wie blöd. Ich hoffe, der Walkthrough langweilt euch nicht zu sehr. Ich weiß, diese Viecher sind Nerven einfach. Das ist nicht mal mehr Aggro, dieser Knöte, Bollende. Einfach irgendwie so voll nervig und langweilig. Ich geh mal lieber weg. Ich hasse nämlich, wenn der Schwanz nachschwingt. Die schwingen immer so nach in Monstern, das ist nicht mehr schön. Die Schwänze von den Monstern, meine ich natürlich. Hust. Okay, also Return to Quest. Nein, meine Lan ist weg. Und du bist an einem schuld. Nein, nein, nein. Hey, jetzt wollte ich glaube ich gerade den Bodycheck machen. Dum, 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 dum. Nein, nicht Quest aufgeben, das wäre böse. Oh komm, jetzt nerv mich nicht. Bam, und da explodiert die komische Explosion. Keine Ahnung. Ziel erreicht! Dum, 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 dum. Yo, Quest clear in unter 10 Minutes, das ist gar nicht schlecht. Jedenfalls im Verhältnis zu meinem anderen Mono. Das heißt, ich mache das dann mal als Videoantwort. Und übrigens könnt ihr mal bitte aufhören, mich nach, oder wenn irgendwelche Leute Fan-Videos machen, bitte nehmt nicht irgendwelches Video mal treffen, alten Videos von uns. Irgendwie, anscheinend finden die Leute die irgendwie gut, aber ich finde die einfach nur schlecht. Zum Beispiel, keine Ahnung, beim Hypnok oder so, ich finde das einfach überhaupt nicht gut. Ich finde das gar nicht gut. Und bitte, denkt nicht, dass ich so gut bin wie da in diesem Video, weil das ist einfach fail. Und diese ganzen Walkthroughs, da könnt ihr eigentlich auch nicht sagen, weil zum Beispiel ein Kanal und jeder kann ein Video machen und dafür 20 Jahre lang das machen, aber die Walks hier sind halt einfach First Made und das müsst ihr halt einfach berücksichtigen, wenn ihr sagt, ja, du bist schlecht oder du bist gut oder keine Ahnung. Mir ist eigentlich scheißegal. Jo, also, das war die epische Quest mit diesen zwei Monoblos hier. Der weiße und der normale. Von dieser Frau, von der Verhüllten, die ich nachher noch enthüllen werde, wenn ich mit dieser Walkthrough hier fertig bin. Ah, nee, Spaß, also. Jo, das war die Monoplus-Quest. Ich werde euch jetzt auch nicht die Rüstung zeigen, vielleicht nachher, weil ich will es nicht in zwei Parts uppen. Also, haut rein und ciao. Moment, ich zeige schnell, welche Kraken-Materialien wir bekommen. Jo, jo, irgendwelche sinnlose Scheiße, die ich niemals brauchen will. Und dieser ultra-seltene Thorax bekommen wir auch noch. Also, haut rein und ciao. Oh Leute, ich habe gesehen, dass da doch irgendwie länger gebraucht, als ich dachte. Und ja, jetzt zeige ich gerade noch die anderen Sachen. Also hier will noch dieses Mongolen-Gesicht mit uns reden. Wir bekommen jetzt hier noch irgendwelche kranken Sachen. Wir könnten uns theoretisch jetzt hier noch irgendwelche Monoplus-Rüstungen holen. Die sind auch gar nicht so schlecht. Mal schauen, vielleicht hole ich mir die später noch für irgendwas. Jedenfalls könnte die Katze hier
mit Tränen, dass Demonos und seine Unterarten, Kreaturen gleichzeitig erledigt hast. Einfach unglaublich, Jäger. Ja, irgendwie hat man in diesem Spiel keinen Namen. Man ist sowieso voll der Dorfmongole ohne Namen, ohne Eltern, ohne Großeltern und überhaupt. Ja, ja. Also bla bla, 8. Stufe. Wir bekommen eine Empfehlung, die in die Objektlos gesendet wird. Ich kann schön vorlesen, ich weiß. Und jetzt sehen wir die weiteren Quests. Der verschlafene große Wald. Das weiß ich noch, dass wir den mal, glaube ich, machen müssen. Dann, oh, was ist das denn widerliches? Hoffentlich müssen wir das nicht machen. Yangaruga, da ist von mir mit Monoblossom, was soll denn dieser Fuck? Dann, oh, was ist das denn für eine cranky Scheiße? Egal. Das war's hier, Monster Freedom Night Walkthrough für heute. Haut rein und jo, nicht so viel saufen, ne? Ciao.